Tagträume und Nachtgedanken. Ein außergewöhnliches Thema für junge Literatur. Der Wiener SIT-Literaturwettbewerb fand 2013 zum dritten Mal statt und rund 200 Schülerinnen und Schüler reichten ihre Geschichten ein. Das ist ein ungeheures Erlebnis in einer Zeit, wo man sagt, dass die Lesefreudigkeit abnimmt angeblich. Das ist nicht so. Dieser Wiener SIT-Literaturwettbewerb beweist das Gegenteil. Auch dieses Jahr bestach der Wettbewerb durch die Vielfalt der Texte und zeigte das Potenzial der jungen Autorinnen und Autoren. Als Highlight des Abends wurden die Texte der Finalistinnen von namhaften Schauspielern des Burgtheaters gelesen. Das ist immer sehr bewundernswert, was diese jungen Menschen für Gedanken haben und zu Papier bringen dann. Das ist schon sehr bewundernswert. Ich bin immer ein bisschen erschüttert, wenn die dann aufstehen und so jung sind, sodass man, dass sich die mit solchen Themen befassen und beschäftigen und dass da tatsächlich ein Stück Literatur rauskommt. Aber das fand ich von Anfang an, das finde ich immer wieder toll. Ich finde die Idee sehr cool und es hilft auch, das Selbstbewusstsein der schreibenden Personen zu stärken. Ich fand das toll, ja. Erstmals wurden auch einige der Vorjahrestexte in Buchform und als Film veröffentlicht. Also meine Beweggründe waren, dass ich im zu Hause krank im Bett gelegen bin und sehr viel nachgedacht habe und ich eben unbedingt bei diesem Literaturwettbewerb mitmachen wollte. Und da habe ich angefangen zu schreiben und so ist mir nach und nach eben die Idee gekommen. Der Publikumspreis ging schließlich an Esther Ma mit ihrer Parabel Die Brücke. Und Johanna Fuchs gewann den Jurypreis mit ihrem Text Der Leuchtturmwächter. Ich fand den Abend wunderbar. Es ist toll gelesen worden von den Schauspielern. Es waren würdige Preisträger, es waren wunderbare Texte. Es war eine wirklich sehr, sehr runde Sache. Ja, ich bin absolut zufrieden, ich bin glücklich. Ich habe das Gefühl, dass der Wettbewerb 2013 auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattgefunden hat. Und diese Veranstaltung hat das bewiesen.